Sohn, niemals, sondern auf der Rasierklinge gelebt. Echo Natista. Sie ist die einzige Person, die rechtmäßig die Bühne in diesen Jahrzehnten betreten hat, um den unten erfrieren, leiden, zittern zu machen. Sie war immer die Kunst, ach die Kunst. Und sie war immer ein Mensch, immer die Ärmste, die Heimgesuchteste, die Traviata. Sie war der Hebel, der eine Welt umgedreht hat, zu dem Hörenden. Man könnte plötzlich durchhören durch Jahrhunderte. Sie war das letzte Märchen. Es ist sehr schwer oder sehr leicht, Größe anzuerkennen. Die Callas, ja, wann hat sie gelebt, wann wird sie sterben, ist groß, ist ein Mensch, ist unvernachlässigt.